Die Übungen dieses Videos können dir helfen, deine Rachenmuskulatur zu stärken und auch die Kehlkopfhebung und die Öffnung der Speiseröhre beim Schlucken zu verbessern. Dies kann bei Schluckstörungen helfen, die ihre Ursache in einer Schwäche in diesem Bereich haben. Bei diesen Schluckstörungen besteht die Gefahr, dass nach dem Schlucken noch Speisereste oder Flüssigkeit im Rachen zurückbleiben, die dann eingeatmet werden könnten und zu Entzündungen in den Atemwegen führen können. Ich empfehle dir, die Übungen dreimal täglich zu wiederholen. Du kannst auch mit anderen Übungsvideos für den Rachenbereich abwechseln. Stell dir vor, dass du ein kräftig knallendes K sprechen möchtest. Baue mit deiner Zunge also die K-Spannung auf und halte die Spannung ca. 5 Sekunden, bevor du dann das K kräftig herausknallen lässt. Wiederhole die Übung 8-mal. Öffne deinen Mund weit und platziere deine Zungenspitze oben am vorderen Gaumen hinter den Schneidezähnen. Fahre mit der Zungenspitze oben am Gaumen langsam entlang nach hinten. Lass deinen Mund weiterhin geöffnet und wiederhole die Übung 8-mal. Lege deine Hand vor deinen Mund, sodass deine Lippen zwischen zwei Fingern liegen. Schließe dann die Lücke zwischen den Fingern fast vollständig und versuche nun, Luft durch den Mund einzusaugen, gegen den Widerstand dieser kleinen Lücke. Achte darauf, dass die Luft nicht durch die Nase eingesaugt wird und halte sie dir sonst mit der anderen Hand zu. Sauge ca. 3 Sekunden gegen den Widerstand kräftig die Luft ein und atme dann vollständig wieder aus. Alternativ kannst du auch die Luft durch einen Strohhalm einsaugen und währenddessen die Öffnung des Strohhalms mit deinem Finger fast verschließen und somit verengen. Wiederhole das Einsaugen der Luft gegen Widerstand 5-mal.
Dazwischen atmest du immer wieder ein paar Atemzüge normal weiter, damit es dir nicht schwindelig wird. Du kannst den Schwierigkeitsgrad variieren, je nachdem, wie groß du die Lücke zwischen den Fingern lässt. Achte bitte stets darauf, dass es dir vom Kreislauf her gut geht und beende die Übung sonst vorzeitig. Halte den Kopf aufrecht, lege deine Hand an deine Stirn und drücke mit deinem Kopf gerade nach vorn gegen die Hand. Gebe mit der Hand so viel Widerstand, dass sich der Kopf nicht von der Stelle bewegen kann. Halte die Spannung 10 Sekunden und wiederhole die Übung 5-mal. In der letzten Übung atmest du kräftig gegen Widerstand aus. Du kannst ein paar Mal kräftig in einen Luftballon pusten oder du kannst den Widerstand herstellen, indem du einen Strohhalm in den Mund nimmst und das untere Ende wieder mit deinem Finger verengst, sodass nur eine kleine Lücke bleibt. Puste dann kräftig in den Luftballon oder durch den Strohhalm. Danach atmest du wieder ein paar Atemzüge normal weiter, damit es dir nicht schwindelig wird. Wiederhole die Übung 5-mal. Achte bitte stets darauf, dass es dir vom Kreislauf her gut geht und beende die Übung sonst vorzeitig. Ich hoffe, die Übungen helfen dir, deine Muskulatur zu stärken und dein Schlucken wieder sicherer zu machen. Bis zum nächsten Mal!